Jetzt, ah, wow. Ah, genau, jetzt geht's gleich los. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Herzlich willkommen hier im Literaturhaus Berlin. Herzlich willkommen an die Klasse 3D der Kreuzberger Reinhardswaldschule. Ihr könnt euch auch selber einen Applaus geben. Was Sie jetzt im Livestream nicht sehen, es fliegen Mützen und Konfetti und es tobt der Bär hier im Saal. Wir freuen uns aber natürlich ganz besonders auch, und jetzt gucke ich da mal in die Kamera, dass all die vielen Schulklassen uns heute zugucken, von überall aus ganz Deutschland, an den Whiteboards, an den Smartboards, also auch an euch herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich sehr. Mein Name ist Steffi Ehrike, ich bin vom Jungen Literaturhaus hier in Berlin und unser Haus steht in der Fasanenstraße. Die Klasse, die hier ist, hat das vielleicht bemerkt, wir sind in der Fasanenstraße und darum feiern wir heute so einen richtigen Geflügeltag. Viele Leute feiern ja freitags Fischtag, wir feiern Geflügeltag und warum? Wir sind in der Fasanenstraße und wir haben eine Ente und ein Huhn heute zu Gast. Darum Geflügel und den Vater dieses Geflügels begrüße ich jetzt ganz herzlich an meiner Seite und gerne auch nochmal mit einem tobenden Applaus. Herzlich willkommen, Uli Hub. Und der Uli hat uns eben dieses Buch mitgebracht. Das ist sein aktuelles Buch, Lahme Ente, blindes Huhn. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit zusammen, in der wir, Uli, dein Buch natürlich kennenlernen wollen, dich auch ein bisschen kennenlernen wollen. Du wirst viele Fragen beantworten. Wir werden auch noch einen Gast haben, nämlich Jörg Mühle, den Illustrator dieses Buches. Und bevor wir jetzt zusammen einsteigen und du gleich mit einer Lesestelle anfängst, habe ich noch mal eine Frage. Ich habe mir so ein bisschen deine alten Bücher noch mal angeguckt, denn du hast schon mehrere geschrieben. Da gab es An der Arche um 8, Das letzte Schaf, Füchse lügen nicht, Ein Känguru wie du. Und da fällt natürlich auf, wenn man sehr, sehr genau hinguckt, es dreht sich ja immer um Tiere. Und ich habe mich gefragt, ob du wohl Tiere sympathischer findest als Menschen oder was hat es damit auf sich? Na, Tiere sind erstmal lustiger und man kann mit den Tieren mehr anstellen. Tiere sind ein bisschen wie Clowns und man weiß auch nicht genau, ob es Männchen oder Weibchen sind. Also nicht immer. Also zum Beispiel bei den Schafen, wenn ein Schaf eine Zahnspange hat, weiß man nicht, ob es ein Junge oder Mädchen ist. Auch bei einem Fuchs. Bei Ente ist es schon ein bisschen schwieriger, wenn wir Enten sehen, sagen wir, oh, guck mal, die Enten, wir meinen nicht, ob es, wir sagen damit nicht, ob es ein weibliches oder ein männliches Tier ist. Ein männliches Tier heißt Erpel bei den Enten, aber wenn wir von Enten reden, kann es eigentlich auch ein Weibchen oder Männchen sein. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Aha. Und sie können ein bisschen verrückter sein. Das stimmt. In Wirklichkeit sprechen Tiere ja nicht und sie können nicht sprechen. Na, das werden wir mal sehen. Also zumindest, wie sich das heute entwickelt, ob die Tiere sprechen oder nicht. Dann würde ich sagen, dann lernen wir mal deine aktuellen Tiere kennen, Ente und Huhn. Du liest uns ein erstes Stück vor und wir starten direkt am Anfang des Buches, richtig? Genau. Also ihr müsst nichts weiter wissen. Dann bitte, Uli. Alles beginnt in einem verlassenen Hinterhof, in dem nie die Sonne scheint. Hier haust eine lahme Ente und bekommt nie Besuch. Dabei besitzt sie einen kleinen Vorrat an Erdnüsschen, den sie liebend gerne mit jemandem teilen würde. Aber wer setzt seinen Fuß schon freiwillig an einen so trostlosen Ort? Um trotzdem ein bisschen in Bewegung zu bleiben, dreht die Ente täglich mit ihrem Krückstock ganz allein eine Runde in ihrem Hinterhof. Wie groß ist ihre Überraschung, als eines Tages doch jemand um die Ecke biegt. Ein blindes Huhn mit einer dunklen Sonnenbrille. Interessiert beobachtet die Ente, wie das Huhn ziellos zwischen den Mauern herumirrt, bis es endlich über ihren Krückstock stolpert. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Höflich hilft die Ente dem verdutzten Huhn wieder auf die Beine. Es ist immer ein angenehmes Gefühl, jemanden kennenzulernen, dem es noch schlechter geht als einem selbst. Wieso? Fragt das Huhn mit verblüffend tiefer Stimme. Ich fühle mich pudelwohl. Warum denkst du, dass es mir schlecht geht? Immerhin bist du blind. Die Ente seufzt laut. Ich kann mir kein schlimmeres Schicksal vorstellen, als nicht sehen zu können. Deshalb bin ich noch lange kein halbes Huhn,
Es lacht selbst über seinen kleinen Witz, dann hebt es belehrend einen Flügel. Blind zu sein hat übrigens mehr Vorteile, als du denkst. Zum Beispiel ist es mir völlig egal, wie du aussiehst. Die Augen der Ente beginnen zu leuchten. Also für eine lahme Ente sehe ich gar nicht mal so übel aus. Oder wenn zum Beispiel im Treppenhaus das Licht ausgeht, geraten alle in Panik, fährt das Huhn unbeirrt fort. Ich dagegen bleibe völlig ruhig, aber das Allerbeste an mir ist, dass ich ein verdammt guter Zuhörer bin. Plötzlich hält es inne. Was hast du gerade gesagt? Dass ich für eine lahme Ente ziemlich gut aussehe. Außerdem bin ich treu, ehrlich und abenteuerlustig und habe das Herz auf dem rechten Fleck. Du bist also eine lahme Ente? Rasch streckt das Huhn seine Flügel nach ihr aus, untersucht sie von oben bis unten, sogar den Krückstock, dann tätschelt es ihr den Kopf. Eigentlich wollte ich immer einen blinden Hund haben, aber eine lahme Ente ist besser als nichts. Du kannst mich genauso gut führen auf meiner Reise. Schon bei dem bloßen Gedanken daran, ihren Hinterhof zu verlassen, fängt die Ente zu zittern an. Also erst einmal möchte ich wissen, wohin die Reise überhaupt geht. Irgendwo auf der Welt, raunt das Huhn, gibt es einen Ort, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung geht. Kommst du mit? Da muss ich erst mal überlegen. Unschlüssig stochert die Ente mit ihrem Krückstock auf dem Boden herum. Ich habe eine viel bessere Idee, sagt die Ente endlich. Warum bleiben wir nicht einfach hier in meinem Hinterhof? Die Welt da draußen wimmelt vor Gefahren. Allzu leicht kommt man unter die Räder. Wir beide machen es uns lieber hinter diesen hohen Mauern schön gemütlich. Das Huhn gähnt einmal laut. Dann tritt es ganz nah an die Ente heran. Vielleicht ein bisschen zu nah, legt ihr einen Flügel auf die Schultern und flüstert verführerisch: Hast du keinen geheimen Wunsch? Gib es ruhig zu, sowas hat doch jeder. Die Ente muss einmal schwer schlucken und spürt, wie sie unter ihrem Gefieder in heftiger Röte erglüht. Zum Glück kann das Huhn das nicht sehen. Mein Wunsch wird wohl niemals in Erfüllung gehen. Die Ente stößt einen schweren Seufzer aus. Trotzdem will ich dich begleiten. Ohne meine Hilfe würdest du bestimmt im nächsten Straßengraben landen und ich müsste mir ewig Vorwürfe machen. In welcher Richtung liegt denn dieser Ort? Keine Ahnung, sagt das Huhn. Aber wenn ich da bin, spüre ich das sofort. Hauptsache, es geht endlich los. Nichts wie raus aus diesem muffigen Hinterhof. Du hältst die Augen für mich auf und dafür stütze ich dich. Energisch greift es der Ente unter den Flügel und verkündet feierlich: Wir beide werden prächtig miteinander auskommen, das habe ich im Gefühl. Ich verbreite immer Sonnenschein und du bist düster wie ein Putzlappen. Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Ganz vorsichtig setzt die Ente einen Plattfuß vor, um danach erst einmal ein bisschen zu verschnaufen. Dann zieht sie bedächtig ihren anderen Plattfuß nach, um wieder zu verschnaufen. Was ist denn das für ein Schneckentempo? Fragt das Huhn entsetzt. So kommen wir ja nie ans Ziel. Geht das nicht ein bisschen schneller? Du musst noch viel lernen, sagt die Ente freundlich und schlurft weiter. Eine lahme Ente ist kein flotter Flitzer und in kleinen Schritten kommt man am schnellsten ans Ziel. Kurz darauf bleibt sie wieder stehen und erklärt: Oh, wir müssen leider noch mal zurück. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich meinen Krückstock im Hinterhof vergessen habe. Zurück! Das Huhn schnappt nach Luft. Kommt überhaupt nicht in Frage! Dann schlägt es sich mit dem Flügel an die flache Stirn. Warum bin ich nicht schon eher darauf gekommen? Wir fliegen einfach, dann sind wir gleich da. Die Ente schüttelt den Kopf und schlurft bedächtig weiter. Also, ich bin gegen das Fliegen. Schon ganz grundsätzlich. Wenn man fliegt, verliert man das Gefühl für Entfernungen und hat keinerlei Gelegenheit, die reizvolle Umgebung zu bewundern. Ich sehe doch sowieso nichts, knurrt das Huhn. Wir laufen schon die ganze Zeit eine staubige Landstraße entlang, erklärt die Ente. Schnurgerade führt sie zum Horizont. Links sehen wir ein paar verkrüppelte Büsche. Hast du überhaupt schon mal versucht zu fliegen? Während auf der rechten Seite von Bränden verkohlte Bäume zu erkennen sind.
Hast du jemals versucht zu fliegen?", fragt das Huhn noch einmal. "Nein", antwortet die Ente. "Und wenn schon? Fliegen ist mir viel zu gefährlich. Immer wieder stürzen Enten ab. Darüber spricht nur keiner. Und wenn dir das Tempo hier nicht passt, such dir gefälligst einen blinden Hund." Eine Weile herrscht Funkstille. Griesgrämig lässt sich das Huhn weiterführen und hört nichts anderes als das Schlurfen der platten Entenfüße. Aber lange hält es die Stille nicht aus. "Soll ich dir ein Geheimnis verraten?" "Moment, nicht so schnell", sagt die Ente. Sei doch nicht immer so umständlich. Ich wollte dir nur meinen geheimen Wunsch verraten." "Die Mühe kannst du dir sparen", erwidert die Ente. "Ich weiß sowieso schon, was du dir wünschst. Du willst wieder sehen können." "Falsch", triumphiert das Huhn. "Wenn ich sehen könnte, wäre ich doch bloß wie alle anderen Hühner. Aber ich bin etwas ganz Besonderes und deshalb ist mein geheimer Wunsch auch etwas ganz Besonderes. Auf sowas muss man erst mal kommen. Ich habe wirklich lange überlegt." "Mach's nicht so spannend." Jetzt ist die Ente doch ein bisschen neugierig geworden. "Was wünschst du dir?" "Vergnügt zu leben und alle sollen nach meiner Pfeife tanzen", antwortet das Huhn nicht ohne Stolz. "Was sagst du nun?" Fassungslos starrt die Ente das Huhn an. "Also, erstens sind das gleich mal zwei Wünsche", erklärt sie. "Und zweitens..." "Klugscheißer!", schnauzt das Huhn. "Und zweitens..." Jetzt wird die Ente ein bisschen schrill. "Warum sollen alle machen, was ausgerechnet du willst? Übrigens bin ich nicht gewohnt, dass man in diesem Ton mit mir spricht." "Sei lieber froh, dass sich überhaupt jemand mit dir unterhält, du Putzlappen! Verrate mir lieber mal deinen geheimen Wunsch." "Pah, darauf kannst du lange warten." "Aber das ist unfair", beschwert sich das Huhn. "Ich habe dir meinen geheimen Wunsch schließlich auch verraten." "Darum habe ich dich nicht gebeten." "Hätte ich mir bloß einen blinden Hund genommen." "Das habe ich gleich gesagt", gibt die Ente zurück und bleibt im nächsten Augenblick so abrupt stehen, dass das Huhn vorne überkippt und sich einmal überschlägt. "Was war denn das gerade?" fragt es verdutzt, nachdem es sich wieder berappelt hat. "Ich konnte gerade noch rechtzeitig bremsen", erklärt die Ente. "Vor uns liegt ein großer, dunkler Wald. Da drinnen ist es so finster wie im Bauch eines Wals. Lass uns lieber außen herum gehen." "Außen herum, um den ganzen riesigen Wald? Aber das ist ein unglaublicher Umweg." Eiskalt marschiert das Huhn weiter. Soll doch diese lahme Ente bleiben, wo der Pfeffer wächst. Auf Umwegen kommt man nie ans Ziel. Aber schon nach wenigen Schritten hört es, wie die Ente ihm atemlos nachhumpelt. "Warte auf mich", hechelt sie. "Nicht so schnell. Ich glaube, ich komme doch mit, obwohl das reiner Wahnsinn ist." Ganz fest greift die Ente nach dem Flügel des Huhns und führt es vorsichtig voran. "Wir betreten jetzt diesen großen, dunklen Wald", erklärt sie. "Halte dich genau an meine Anweisungen. Wenn wir vom rechten Weg abkommen, finden wir in unserem Leben nicht mehr heraus." Vielen Dank für diese erste Stelle. Ja. Genau, ihr kriegt auch noch eine Zugabe. Und Uli, ich weiß jetzt auch, was du meintest, mit Tiere sind witziger. Das habe ich jetzt verstanden. Also Ente und Huhn versuchen jetzt also nicht vom rechten Weg abzukommen. Ich habe natürlich, wenn man so eine Lesung vorbereitet, ein bisschen was über dich auch gelesen und erfahren und gehört. Unter anderem, apropos vom rechten Weg abkommen, jetzt kriegst du Angst. Was weiß ich? Nein, du hast es selber mal erzählt, dass du zum Beispiel nicht so gerne und nicht so gut Auto fährst. Ganz schlecht fahre ich Auto. Hast du einen schlechten Orientierungssinn? Ich glaube, da bin ich ein bisschen wie das blinde Huhn. Ich sehe nicht richtig und fahre zu schnell oder eigentlich zu langsam. Da bin ich eine Mischung aus beiden. Weil du dir die Landschaft doch anguckst vielleicht. Ja, weil ich unglaublich Angst habe. Okay, beim gut. Einparken. Also das magst du nicht. Du hast auch mal erzählt, dass du nicht so wahnsinnig gerne rechnest. Ganz schlecht. Ganz schlecht, kann ich auch verstehen. Aber zum Glück, auch für uns schreibst du ja sehr, sehr gerne. Also das machst du gern und das kannst du vor allen Dingen richtig gut. Wie sieht es denn mit dem Malen aus? Weil dieses Buch hat ja Text und Bilder. Wie ist das? Zeichnest du gerne? Kannst du das? Wie sieht es damit aus? Ich zeichne gerne und kann es nicht. Ah. Aber ich mache es gerne. Aber um für so ein Buch zu illustrieren, Bilder zu machen, das muss jemand machen, der das wirklich gut kann. Genau, das ist in diesem Fall der Jörg Mühle.
ein schon auch berühmter Zeichner, kann man sagen, den wir gleich noch kennenlernen werden. Der Jörg, der sitzt nämlich in Frankfurt, der ist fleißig in seinem Labor, der macht ganz tolle Bücher und der hat ein paar Fragen für uns auch beantwortet schon. Kannst du kurz sagen, darfst du dir aussuchen, wer deine Bücher illustriert? Macht das der Verlag oder wie passiert sowas? Oder in deinem Fall, wie ist das bei dem Buch passiert vielleicht? Das darf ich mir aussuchen und ich hoffe, ich suche mir immer den Jörg Müller aus und ich hoffe, also ich kann es mir aussuchen, ob Jörg dann sagt, ich mache es, ist eine andere Frage. Okay, das ist dann seine Entscheidung. Er darf sich die Geschichte auch nochmal angucken und sagen, kann ich mir vorstellen, mir dafür Sachen auszudenken? Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann lernen wir jetzt mal den Jörg kennen. Er hat ein paar Kinderfragen beantwortet, also Fragen, die er oft gestellt bekommt, aber die stellen ihm heute mal stellvertretend Ente und Huhn und du hilfst uns ein bisschen mit und da sage ich mal Film ab an Jörg Mühle. Wer ist denn nun eigentlich dieser Jörg Mühle? Hallo, ich heiße Jörg Mühle, ich habe einen Stuhl mit Rollen und ich bin Illustrator. Das heißt, ich mache Bilder für Zeitungen, Zeitschriften und vor allen Dingen für Kinderbücher. Das mache ich schon ziemlich lange und da ist schon ein ganzer Haufen Bücher zusammengekommen und vielleicht kennt ihr ja auch ein paar von denen. Ich mache zum Beispiel Bücher für ganz kleine Kinder oder auch für Kinder, die schon lesen können. Ich mache Pixi-Bücher zum Beispiel zum Thema Weihnachten oder Fußball und ich mache viele Bücher mit Tieren zum Beispiel. Mit Schafen oder Pinguinen, mit einem Känguru, einer lahmen Ente und einem blinden Huhn. Und welche Tiere zeichnest du am liebsten, Jörg? Ich habe eigentlich keine Lieblingstiere, die ich jetzt besonders gerne zeichne. Ich mag die Abwechslung. Und was ich richtig gerne mag, sind traurige Tiere oder schlecht gelaunte. Die zeichne ich eigentlich am liebsten. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Na dann mach mal! Ich zeichne euch also jetzt ein richtig schlecht gelauntes Tier. Ihr könnt ja mal raten, was es wohl wird. Es tut mir leid, ich kann nicht so gut reden, wenn ich zeichne. Ihr seht's, es ist ein Löwe, der hat einen richtig schlechten Tag und ich krieg sofort gute Laune. Wie hast du eigentlich gelernt, so gut und so schnell zu zeichnen? Naja, das ist natürlich alles eine Frage der Übung. Ich habe als kleines Kind angefangen zu zeichnen und danach einfach nicht mehr aufgehört. Jeden Tag ein bisschen.
Aber ihr müsst wissen, selbst wenn das jetzt hier alles total flott geht, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache, wenn ich ein Buch illustriere. An lahme Ente, blindes Huhn habe ich bestimmt 2 oder 3 Monate lang gearbeitet. Und wie sieht dein Arbeitsprozess aus? Ich meine, wie läuft das ab, wenn so ein Buch entsteht? Wenn ich ein Buch illustriere, dann läuft das eigentlich immer so. Als erstes bekomme ich den Text. Das ist die Geschichte von Ulrich Hupp, natürlich noch komplett ohne Bilder. Dann beginne ich in einem Skizzenbuch. Das ist ein leeres Buch mit unheimlich vielen Zeichnungen auszuprobieren, wie die Figuren eigentlich aussehen könnten. Also ich zeichne seitenweise Enten und Hühner. Ich probiere auch schon aus, wie die Hintergründe werden könnten oder wie die Szenen aussehen könnten. Und da seht ihr zum Beispiel verschiedene Schluchten, noch eine Schlucht, noch eine Schlucht. Und probiere einfach erstmal tausende von Sachen aus. Hier sind mal ein bisschen realistischere Hühner. Ihr seht, es geht immer so weiter. Enten und Hühner, Enten und Hühner und Enten und Hühner. Und mit der Zeit nähere ich mich an und entscheide dann, wie die Figuren aussehen könnten und versuche auch schon erste Szenen mir auszudenken. Also wie das könnte denn das sein, wenn das Huhn fliegt, oder wie könnte das sein, wenn die durch den Wald gehen. Und dann kommt irgendwann der schwierige Teil, da muss ich mich entscheiden. Und von all den Bergen, die ich ausprobiere, oder den Enten oder den Hühnern, können ja am Ende nur ganz wenige ins Buch. Und das ist immer, naja, ein mühsamer Prozess, all die anderen rauszuschmeißen. Hier habe ich zum Beispiel ein bisschen über die Farben nachgedacht. Und hier sieht man seitenweise humpelnde Enten mit Krücke. Irgendwann komme ich dann zum Storyboard. Das heißt, ich überlege mir, welche Zeichnung auf welche Seite zu welcher Textstelle passen könnte. Und wenn ich an dieser Stelle bin, dann ist schon ein guter Teil der Arbeit geschafft. Storyboard seht ihr, das sind winzige, daumennagelgroße Zeichnungen, aber für mich reicht das völlig aus. Da sehe ich dann, was weiß ich, auf dem ersten Bild ist die Ente allein im Hinterhof, hier ganz klein, dann trifft sie das Huhn, diskutieren und so weiter. Irgendwann kommen sie in den Wald. Und wenn ich an der Stelle bin, dann nehme ich aus meinem Skizzenbuch die passenden Skizzen, die sind dann zum Teil durchnummeriert oder sowas, und dann mache ich die sogenannten Reihenzeichnungen. Das heißt, ich gehe an einen Leuchttisch, da kann ich die Zeichnungen durchpausen und zeichne tatsächlich die endgültigen Hühner mit Bleistift auf ganz normalem Papier durch. Und sobald ich da welche bei habe, die mir gefallen, scanne ich die ein und bearbeite sie dann am Computer weiter. Die fertigen Hühner sehen dann erstmal so aus. Die sind jetzt in der richtigen Größe, die Schwarz-Weiß-Zeichnung ist fertig und jetzt fehlt nur noch die Farbe. Die Farben mache ich am Computer. Da gibt es ein spezielles Programm für, das heißt Photoshop. Und dann geht es ganz schnell, wenn die Hühner ihre Farben haben, schicke ich die ganzen fertigen Zeichnungen an den Verlag und da wird das Buch dann fertig gemacht.
Wenn du dir ein neues Buch von Uli wünschen dürftest, was würdest du gerne mal zeichnen? Gute Frage. Ich habe gar keine Wünsche, also eine Idee, was ich jetzt mal besonders gerne zeichnen würde. Aber das Schöne an den Texten von Ulrich Hupp ist ja auch immer ein bisschen die Überraschung. Also ich lasse mich gerne überraschen. Es gibt aber natürlich Sachen, die ich nicht so gerne zeichne. Ich bin eigentlich immer ein bisschen faul. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht was mit Würmern. Würmer in der Wüste. Ich glaube, das macht nicht so viel Arbeit. Würmer, echt, die mögen wir auch. Und was zeichnest du gar nicht gern? Es gibt schon ein paar Dinge, die ich nicht so gerne zeichne, aber das hängt auch immer stark vom Zusammenhang ab. Also Fahrräder zum Beispiel, die sind total kompliziert, zeichne ich nicht so super gern. Oder Kinder, ich zeichne total gerne Tiere. Aber das mit den Kindern, das könnte auch damit zusammenhängen, dass ich vor vielen Jahren Schulbücher illustriert habe für den Deutschunterricht. Und da musste ich haufenweise Kinder zeichnen, die alles Mögliche gemacht haben im Klassenzimmer und so. Aber ganz wichtig war, dass die nichts gemacht haben, was irgendwie gefährlich war. Also die mussten immer total brav auf dem Stuhl sitzen, sich lieb melden, die mussten eigentlich die ganze Zeit lächeln und super gut mitarbeiten und so. Und das fand ich ein bisschen langweilig. Und sobald es so aussah, als wenn das Kind jetzt zum Beispiel nicht ordentlich auf dem Stuhl sitzt, sobald es so aussah, dass das da runterfallen könnte und sich dabei den Kopf abreißen könnte und zu Tode kommen, da musste ich die Zeichnung ändern. Und das kann einem schon ein bisschen den Spaß verderben. Also, freche Kinder gehen vielleicht, aber so brave Kinder. Also wir finden Tiere auch spannender als Kinder. War sonst noch was? So, hier bin ich nochmal, denn ich wollte noch schnell sagen, dass ich gerade natürlich nur vom Zeichnen gesprochen habe. Echte Kinder finde ich natürlich total super und echte brave Kinder erst recht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Bis bald. Danke, Jörg. Ja, dem Dank schließen wir uns an. Vielen Dank, Jörg Mühle. Ich gucke dich jetzt mal direkt an, wenn du uns zuguckst. Vielen Dank für diese sehr schönen Eindrücke. Und wir gratulieren dir zum neuen Buch, Als Papas Haare Ferien machten. Das ist nämlich diese Woche erschienen. Vielleicht nochmal ein Applaus für Jörg Mühle aus Berlin. Sehr schön. Ja, ist schon beeindruckend, Uli, ne? Das sieht so einfach aus, das Zeichnen, und ist doch so schwer und ist so viel Arbeit dahinter, ne? Ja, und es ist auch sehr lustig, dass Jörg seine Notizbücher gezeigt hat, weil ich
darf da auch manchmal reingucken und ich bin immer überrascht über diese vielen, vielen Hühner und Enten. Mhm. Und es ist wirklich schwer, sich dann für welche zu entscheiden. Ja. Es sind so viele tolle, die es gar nicht ins Buch geschafft haben, nur die allerbesten. Das glaube ich. Ja, wir haben ja von Jörg jetzt ein bisschen was über eure Zusammenarbeit gehört und dass du dich jetzt mal vielleicht an ein Wurmbuch in der Wüste machen solltest als nächstes, stelle ich mir auch sehr schön vor. Aber wir wollen jetzt noch mal hören, wie es denn weitergeht mit Ente und Huhn im dunklen Wald. Das war ja gerade eine spannende Stelle. Und ob es da vielleicht auch Würmer gibt, könnte ja sein. Magst du noch ein Stück für uns lesen? Ein bisschen kann, ja klar, lese ich gerne noch. Fürsorglich weist die Ente, wer auf spitze Steine und Wurzeln am Boden hin warnt vor morschen Ästen, die leicht herabfallen können, unterrichtet das Huhn über Pilze und Beeren, die natürlich nicht in den Schnabel gesteckt werden dürfen, ängstigt sich vor gruseligen Spinnennetzen, beschreibt mit schauriger Stimme knorrige Bäume, deren Stämme mit merkwürdig moosigen Flechten bewachsen sind und stört sich an achtlos weggeworfenem Abfall, an dem man sich so leicht verletzen kann. Trödel nicht so, mahnt das Huhn. Geh gefälligst ein bisschen schneller. Das würde ich ja gerne, jammert die Ente. Aber ich kann die Flügel nicht mehr vor Augen sehen. Das letzte Tageslicht ist verschwunden und wir haben uns völlig verlaufen. Das ist der dunkelste Wald der ganzen Welt. Um uns ist nichts als schwarze Finsternis. Finsternis ist mir piepegal. Los, weiter, beschwert sich das Huhn. Keine Müdigkeit vortäuschen. Aber irgendwie ist dieser Wald merkwürdig. Das muss sogar das Huhn zugeben. Kein Vogel zwitschert in den Zweigen, kein Bächlein hört man rauschen, nicht einmal der leiseste Windhauch ist in den Bäumen zu vernehmen. Komisch, das Huhn horcht. Es ist so still wie in deinem Hinterhof. Da fängt die Ente bitterlich zu weinen an. Ich will wieder nach Hause. Warum habe ich mich nur von dir zu dieser Reise überreden lassen? Mein Hinterhof war mein Himmelreich. Nimmermehr werde ich ihn wiedersehen. Hätte ich mich doch bloß auf meinen gesunden Entenverstand verlassen. Sei doch mal ruhig, zischt das Huhn. Denn irgendwo sind dumpfe Schläge zu vernehmen. Budum, budum, budum. Was war das? Ruft die Ente. Budum, budum, budum. Mein letztes Stündlein hat geschlagen, kreischt die Ente auf, wirft sich flach auf den Boden und hält sich die Flügel schützend über ihren Kopf. Unruhig läuft das Huhn herum und lauscht. Die Schläge werden leiser und im nächsten Moment wieder lauter. Argwöhnisch beugt sich das Huhn zu der Ente herab und jetzt ist das Klopfen ganz laut. Budum, budum, budum. Und ihr habt es wahrscheinlich schon längst geahnt. Das ist dein eigenes Herz, sagt das Huhn verächtlich. Es schlägt wie eine Pauke. Reiß dich gefällig zusammen. Du bist doch kein kleines Küken mehr. Erbarmungslos zerrt es die Ente hoch. Halte dich an meinen Schultern fest. Ab jetzt übernehme ich das Kommando. Ich sehe sowieso nichts. Um möglichen Hindernissen wie Büschen und Bäumen auszuweichen, wedelt das Huhn mit seinen Flügeln wie mit Scheibenwäschern hin und her, während die Ente ihm nachstolpert. Und irgendwann ruft die Ente, »Was sehen meine müden Augen?« ruft sie mit großem Erstaunen. »Ist das etwa Tageslicht? Du hast uns tatsächlich aus dem dunkelsten Wald der Welt herausgeführt, ohne gegen einen einzigen Baum zu rennen. Das grenzt fast an ein Wunder.« Das Huhn macht vor Freude einen Luftsprung. Ich habe überlebt. Das muss gefeiert werden. Wir sind sicher durch den dunkelsten Wald der ganzen Welt gelaufen. Lass uns zusammen tanzen. Tanzen? Die Ente zuckt zusammen. Also so etwas Verrücktes hat sie noch nie gemacht. Sie weiß überhaupt nicht, wie das geht. Außerdem sieht Tanzen bei ihr bestimmt super peinlich aus. Soll sie das Risiko eingehen? Ja, hier sieht sie schließlich keine. Die Ente holt einmal tief Luft, nimmt all ihren Mut zusammen und knickt konzentriert mit ihrer rechten Hüfte ein. Als nächstes schiebt sie vorsichtig das Hinterteil in die andere Richtung und fängt leicht zu schunkeln an. Leise knackt ein Knöchelchen. Die Ente horcht erschrocken in sich hinein. Zum Glück ist nichts passiert. Sie spürt, wie sie mutiger wird. Ja, sie wird sogar ein bisschen übermütig und macht einen winzigen Hüpfer.
Zauberhaft, ganz zauberhaft, juchzt das Huhn und klatscht vor Begeisterung in seine Flügel. Ich kann dich zwar nicht sehen, aber du tanzt wie eine Elfe, glaub mir, das habe ich einfach im Gefühl. Dann umschlingt es die überraschte Ente, die vor Vergnügen quietscht und wirbelt sie im Kreis herum. Schneller, immer ausgelassener wird der Tanz, Entenbrust an Hühnerbrust geht's munter weiter, bis sich beide erschöpft auf den Boden fallen lassen. Ganz eng aneinander gekuschelt liegen das Huhn und die Ente, vielleicht ein bisschen zu eng, und die Ente spürt wieder, wie sie unter ihrem Gefieder in heftiger Röte erglüht. Aber auch das Huhn scheint irgendwie befangen. Ich hätte nie gedacht, sagt die Ente endlich, dass Tanzen so viel Spaß macht. Ruppig knufft das Huhn die Ente in die Seite. Jetzt kannst du mir auch deinen geheimen Wunsch verraten. Vielleicht später. Wovor hast du denn solche Angst, drängelt das Huhn. Vor mir muss dir doch wirklich nichts mehr peinlich sein. Wir beide können es doch alles sagen, oder? Du darfst mich aber nicht auslachen. Die Ente holt einmal tief Luft. Also ich will weder fliegen können, noch stört es mich, dass ich lahm bin. Das habe ich mir schon gedacht. Mein geheimer Wunsch ist, murmelt die Ente leise und verstummt. Ich verrate dir doch lieber nicht. Jede Ente hat das Recht auf ein kleines Geheimnis. Enttäuscht rappelt sich das Huhn auf. Dafür verrate ich dir mal was. Es streicht sich das struppige Gefieder glatt. Ich will deinen geheimen Wunsch überhaupt nicht wissen. Wahrscheinlich ist er sowieso total blöd. Also so blöd wie dein geheimer Wunsch, gibt die Ente zurück, kann meiner gar nicht sein. Wieso? Fragt das Huhn. Was ist daran dann so blöd, wenn man sich wünscht? Dann hält es kurz inne. Wie war noch mal mein geheimer Wunsch? Die Ente verdreht die Augen. Hast du ihn etwas vergessen? Sag lieber mal ein Stichwort. In deinem geheimen Wunsch kommt das Wort Pfeife vor. Ist das hier ein verdammtes Quiz oder was? Das Huhn kratzt sich am Kopf. Dann schreit es wie aus der Pistole geschossen. Alle sollen nach meiner Pfeife tanzen, stimmt's? Fast. Die Ente sagt. Du hast den Anfang vergessen. Dein geheimer Wunsch lautet, vergnügt zu leben. Und alle sollen nach meiner Pfeife tanzen. Vergnügt, das habe ich doch gesagt, sagt das Huhn mürrisch. Du hörst nie richtig zu, langsam kenne ich mich schon selbst nicht mehr. Wir müssen sofort aufbrechen. Je mehr Zeit ich mit dir vertrödel, umso weniger kann ich mich um meine eigenen Wünsche erinnern. Wie klar war gleich nochmal der Anfang? Und auf dem weiteren Weg murmelt das Huhn seinen geheimen Wunsch pausenlos vor sich hin, um ihn fehlerfrei aufzusagen, wenn sie endlich am Ziel angekommen sind. Und langsam gerät es ins Leiern. Vergnügt zu leben und alle sollen nach meiner Pfeife tanzen. Vergnügt zu leben und alle sollen nach meiner Pfeife tanzen. Vergnügt zu leben und alle sollen nach meiner Pfeife tanzen. Vergnügt zu leben und alle sollen nach meiner Pfeife tanzen. Vergnügt zu leben, alle sollen nach meiner Pfeife. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Uli. Könnt ihr es einmal zusammen sagen? Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vergnügt. Ihr könnt es fast schon so gut wie das tun. Könnt ihr es noch ein bisschen lauter, dass man es im ganzen Internet hört? Eins, zwei, drei. Vergnügt. Ja. Genau. Sehr gut. Ihr merkt, das ist ganz schön lang, ja. Ne? Ja, vergnügt zu leben und alle sollen nach meiner Pfeife tanzen. Uli, das ist so ein bisschen typisch Huhn, ne? Das Huhn ist doch ein bisschen bossy. Hast du gerade gesagt, typisch du oder typisch Huhn? Huhn. So gut kennen wir uns noch nicht. Aber also ja, natürlich. Ja, nein. Ja, das Buch ist sehr persönlich, hat sehr viel mit mir zu tun. Die Leute fragen immer, ob ich Huhn oder Ente bin. Könnt ihr selber nach euch entscheiden. Okay, aber genau, also das Huhn gibt gerne die Pfeife an. Nee, wie sagt man, gibt gerne die... Die Pfeife an, genau. Gib den Ton, stimmt, ja, genau. So. Ja. Mhm. Und genau, also ihr da draußen, nochmal an euch, ihr habt ja die Möglichkeit, auch Fragen an Uli in unseren Chat zu schreiben. Die Kinder hier im Raum können natürlich nachher auch noch Fragen stellen, aber Ente und Huhn haben auch schon ziemlich laut geschnattert im Vorfeld, Uli, und haben gesagt, sie wollen unbedingt auch selbst dir Fragen stellen. Und zum Glück haben unsere Kameramänner das zufällig aufgenommen und das gucken wir uns jetzt an, würde ich sagen, oder? Ja. Okay, dann Film ab. Wen magst du eigentlich lieber? Mich oder das Huhn? Natürlich dich. Was ist denn das überhaupt für eine Frage? Ehrlich, warum? Naja, also du bist vorsichtig und
sehr, sehr, sehr fürsorglich. Du denkst erst einmal nach, bevor du deinen Schnabel aufmachst. Aber das Allerbeste an dir ist, jetzt bin ich mal gespannt. Du hast einfach außergewöhnlich viel Fantasie. Weißt du das? Du bist nämlich eigentlich ein richtiger Dichter, genau wie ich. Und deshalb mag ich natürlich dich viel lieber als dieses blinde Huhn. Das muss aber wirklich unter uns bleiben. Versprochen. Auf mich kannst du dich verlassen. Wen magst du eigentlich lieber? Mich oder die Ente? Was glaubst du denn? Du magst die Ente viel lieber. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wie kommst du denn auf so einen Gedanken? Ehrlich gesagt, aber das darfst du wirklich niemandem sagen. Vor allem nicht dieser lahmen Ente mag ich dich natürlich viel lieber. Du bist nämlich so schnell, du hast für nichts und niemanden Angst. Aber das Allerbeste an dir ist, dass du einfach, du bist unheimlich witzig. Stimmt. Genauso wie ich. Ich sag's auch bestimmt nicht weiter. Ehrenwort. Entschuldigung, wir hätten da mal eine Frage. Sagst du eigentlich immer die Wahrheit? Also, selbstverständlich sage ich immer die Wahrheit. Was denkt ihr eigentlich von mir? Ich lüge nie, denn Lügen ist falsch und schädlich. So, so. Aha. Wir hatten uns nämlich gerade ein bisschen über dich unterhalten und dabei mussten wir eine traurige Feststellung über dich als Autor machen. Okay, okay, also man kann nicht immer die Wahrheit sagen. Manchmal darf man auch ein bisschen schwindeln, wenn man zum Beispiel jemanden nicht verletzen will. In meinem übrigens auch im Carlsen Verlag erschienenen Buch Füchse lügen nicht, da gibt es einen Affen, zwei Schafe, eine Gans und einen Panda-Bären. Deine anderen Bücher interessieren uns weniger. Uns interessiert nur das Buch, in dem wir vorkommen. Ich habe euch beide gleich lieb. Wow, was für eine langweilige Antwort. Und ihr beide, habt ihr denn eigentlich nicht gelogen? Ihr habt mir euer Ehrenwort gegeben, nicht weiter zu sagen, was ich euch im Vertrauen gesagt habe und... Wovor hast du eigentlich am meisten Angst? Da muss ich erst einmal ein bisschen überlegen. Ist das langweilig? Also meine größte Angst ist, die Leute zu langweilen. Sind deshalb deine Geschichten so witzig? Dankeschön. Das freut mich, dass du meine Geschichten witzig findest. Ich lache nämlich selbst auch sehr gerne. Und lachst du auch beim Schreiben? Nein, eigentlich, also witzig zu sein, ist eine sehr ernste Angelegenheit. Man muss sich dabei nämlich sehr konzentrieren, wenn man die Leute zum Lachen bringen will. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn man einen Witz erzählt. Da muss man auch immer ernst bleiben, sollte sich nur auf das Wesentliche konzentrieren und darf auf keinen Fall die Pointe verderben. Was sind deine Gefühle beim Schreiben? Das wäre möglich, fertig zu werden. Und wie lange hast du an unserem Buch geschrieben? 1,5 Jahre. Was? So lange für ein so kurzes Buch? Ich finde das eigentlich ganz schön flott. In 1,5 Jahren schreiben andere ganze Romane, sogar richtig dicke. Also ihr beiden habt es mir beim Schreiben auch nicht besonders leicht gemacht. Ich habe rund um die Uhr nachgedacht, von morgens bis abends. Nur, wenn ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe und anfangen wollte, morgens um 10, da war mein Kopf ganz leer. Keine Spur von irgendeiner Ente oder einem Huhn. Vielleicht liegt es daran, dass du immer so spät ins Bett gehst. Du bist ein richtiger Nachtvogel, das haben wir genau beobachtet. Du solltest es in Zukunft machen wie ich, mit den Hühnern schlafen gehen also und aufstehen. Ehrlich gesagt finde ich es irgendwie schwierig, Tipps von Figuren anzunehmen, die ich mir selbst ausgedacht habe. Schreibst du gerade an etwas Neuem? Selbstverständlich, ich bin doch ein Autor und schreibe ständig etwas. Und worum geht es in deinem neuen Buch? Das verrate ich nicht. Wir erzählen es auch nicht weiter. Du kennst uns doch. Uns kannst du vertrauen. Sag es uns leise ins Ohr. Also, hört gut zu. Also es geht in dem neuen Buch, da geht es darum. Da
Das hört sich ja total spannend an. Ich kann es kaum erwarten. Hast du gerade verstanden? Kein einziges Wort. Unser Autor nuschelt immer so beim Sprechen. Trotzdem bin ich sehr gespannt auf sein nächstes Werk. Viel Vergnügen beim Warten, wenn er wieder 1,5 Jahre dafür braucht. Ja, mal sehen. Also Uli, da hast du ja schon ein paar dringende Fragen beantwortet. Vielen Dank. Kriegst du eigentlich auch oft Kinderpost oder Nachrichten von Kindern? Also ich sehe das manchmal auf Instagram, da bist du auch unter deinem Namen. Und da gibt es manchmal so Antworten von dir auf Fragen. Ich weiß, dass du ja sehr gerne schreibst, aber wie ist das? Also magst du dieses mit Kindern sprechen, magst du das genauso gerne auch wie das Schreiben? Doch, das ist eigentlich noch fast schöner. Also mit den Kindern zu sprechen, auch vorzulesen, ist schöner als zu schreiben. Und auch Antworten an Kinder zu geben. Ich mache es auch oft so, dass wenn ich ein Buch noch nicht ganz fertig habe, wie zum Beispiel das mit dem Huhn und der Ente, dann gehe ich in Schulklassen und lese das Manuskript vor und frage die Kinder, was ihnen daran gefallen hat und nicht, oder wo sie lachen oder nicht. Wo sie nicht lachen, die Witze fliegen raus. Und zum Beispiel, was sie vorgelesen hat im Wald, da hat mir ein Kind dann noch geschrieben, das Buch wäre soweit okay, aber die Stelle im Wald müsse dringend spannender werden. Das sollte ich verbessern. Und dann habe ich es mir einfallen lassen mit den dumpfen Schlägen, dass die Ente ein bisschen Angst hat. So, also nehme ich die Ratschläge von Kindern durchaus auf und sie fragen mich auch manchmal Dinge, wo ich wirklich nachdenken muss, so wie das Huhn und die Ente. Und dann denkt man ein bisschen über sich nach und ich beantworte es tatsächlich sehr gerne. Ich freue mich über Kinderpost. Aha. Okay, wie der Zufall es will, haben wir einen Brief von einem Kind auch da und da kriegen wir jetzt Hilfe aus dem Publikum. Da bitte ich nämlich einmal Jojo auf die Bühne. Der wird, genau, ein Applaus. Jojo kriegt jetzt das Mikro und den Brief, genau, warte mal, das ist jetzt an. Und Jojo liest uns mal vor, was eigentlich Emil dir geschrieben hat. Sehr geehrter Herr Hub, ich heiße Emil, bin 8 Jahre alt und habe mir für eine Buchvorstellung in der Schule Lahme Ente, blindes Huhn ausgesucht, weil ich diese Geschichte total krass und völlig abgefahren finde. Am Anfang möchte ich einen kleinen Steckbrief über Sie machen. Es wäre nett, wenn Sie mit 3 interessante Sachen über sich erzählen könnten. Viele Grüße von Emil. Dankeschön. Ein Applaus für Jojo. Jojo, genau, Jojo. So, Tumulte im Saal. Ja. Jojo alias Emil setzt sich wieder hin und du hast jetzt Emil dann geantwortet, nehme ich an. Genau, und wie es der Zufall will, Stefanie, habe ich jetzt ausgerechnet diesen Brief heute dabei. Super. Und was Emil mir geschrieben hat. Emil wollte einen kleinen Steckbrief mit 3 interessanten Sachen und da habe ich zurückgeschrieben, es freut mich, lieber Emil, dass du dir für deine Buchvorstellung ausgerechnet meine Geschichte ausgesucht hast und ich versuche mal, deine Fragen zu beantworten. Also erstens, also 3 interessante Dinge wolltest du wissen. Erstens, ich fahre so schlecht Auto, dass ich mich in der Zwischenzeit gar nicht mehr hinters Steuer setze. Das ist sicherer für alle. Lieber lasse ich mich von meinen Freunden fahren. Zweitens, ich esse gerne und viel, aber ich mag nicht gerne kochen. Deshalb mache ich nur Gerichte, die ich genauso schnell kochen wie aufessen kann. Aber für Freunde koche ich gerne. Schließlich fahren die mich überall hin. Und drittens, ich rede mit Kindern wie mit Erwachsenen. Und mit Erwachsenen rede ich wie mit Kindern. Frag mal meine Freunde. Viel Erfolg bei deiner Buchvorstellung. Beste Grüße von Ulrich. Übrigens, PS. Mein Buch, Lahme Ente, blindes Huhn, erzählt unter anderem, wie aus 2 Vögeln, die sich gar nicht mögen, am Ende allerbeste Freunde werden. Weil ich finde, Freunde sind das Wichtigste im Leben. PPS, auch wenn sie manchmal ziemlich alberne Fotos von einem machen. Okay, also man sieht, du magst Tiere in jeder Lebenslage und siehst auch als Hase immer noch gut aus. Ja, vielen Dank. Das ist bestimmt toll auch für die Kinder, wenn dann wirklich so eine Antwort von dir kommt. Ja. Ich glaube, das freut die wahnsinnig. Total schön. Also vielleicht traut euch auch selber mal, eurem Lieblingsautor einen Brief zu schreiben. Das ist bestimmt ganz spannend, wenn der dann oder die dann wirklich antwortet. Jetzt gucke ich einmal Ulrike an. Es gab ja die Möglichkeit, im Chat auch Fragen zu stellen jetzt an alle, die draußen zukommen. Und es gibt Fragen und Ulrike hat jetzt einfach mal, weil wir schon uns dem Ende neigen, mir welche reingereicht. Ui, es gibt richtig viele. Also,
Dann fangen wir mal an mit der Montessori-Schule in Celle. Viele Grüße und danke für eure Frage. Die fragen, wie viele Bücher haben Sie bis jetzt geschrieben? Also, ich kann ja nicht so gut rechnen. Vielleicht könnt ihr das selber. Also, ich habe an der Archeum 8, Füchse lügen nicht, ein Känguru wie du, das letzte Schaf, lahme Ente, blindes Huhn sind 4. Stimmt das? Wir haben eine Mathelehrerin im Raum. Ich glaube, also ich war 6. auch schlecht in Mathe, aber ich bin da. Hat jemand mitgerechnet? 5. Uli. Okay, dann ja. Gut, dass du dich aufs Schreiben konzentriert hast. Also 5 Bücher hast 5 Bücher. Dann haben wir hier Fragen von der 4C, der Paul-Schneider-Grundschule in Berlin. Liebe Grüße an euch. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu schreiben? So alt, da war ich sehr klein, habe ich Geschichten für mich selber geschrieben, um mich zu unterhalten oder anderen vorzulesen. Und das einzige Fach, wo ich wirklich ganz gut war, war Deutsch, weil man sich da Geschichten ausdenken kann. Also ich habe schon sehr früh angefangen, aber veröffentlicht sehr viel später. Okay. Und warum wohnt die Ente auf einem Hinterhof? Das frage ich mich auch. Okay. Die hat noch nichts gesehen von der Welt. Ist halt das manchmal. Ist sicher, weil sie in, da ist ein, da ist eine hohe Mauer, da kann einem nichts passieren. Stimmt. Haben Sie eine Tochter? Nein, 2 Nichten, Paula und Emily. Aha, schöne Grüße an Paula und Emily. Und die Klasse 5C in Kronach, an der Sigmund-Löwe-Schule ist das, die fragt, warum können Sie so gut lesen? Das finde ich tatsächlich eine gute Frage auch. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich lese einfach sehr gerne. Es macht viel, viel mehr Spaß, als zu schreiben. Und wenn ich schreibe, denke ich schon darüber nach, wie ich es vorlesen kann. Und weil es mir Spaß macht und weil Kinder einfach immer ein sehr lustiges, aufmerksames, unterhaltsames Publikum sind. Dann die letzte Frage von der Klasse 3D von der Metropolitan School, auch hier in Berlin. Was war das größte Projekt, an dem du je gearbeitet hast? Kannst du das sagen? Oder welches Buch hat am längsten gedauert? Je mehr ich schreibe, umso länger brauche ich für die Bücher. Also mein erstes Buch hat 3 Monate gedauert, das zweite 6 Monate, das dritte, jetzt wird schon schwierig, doppelt so ein Jahr. Und nochmal, außerdem war ich mal eine Zeit lang Schauspieler, deshalb kann ich es noch ein bisschen mit. Das macht mir auch Spaß, Stimmen zu verstellen und in Rollen zu schlüpfen. Aber das größte Projekt ist eigentlich immer das nächste. Und es gibt auch viele große Projekte, die nichts geworden sind. Mhm. Also nicht alles, was ich schreibe, ist so gut, dass es veröffentlicht wird. Okay. Und dass ich zustimme, dass es veröffentlicht wird. Und man muss auch sagen, mir helfen sehr, sehr viele Leute bei den Büchern. Also nicht so, man denkt immer, ein Buch macht der Autor ganz alleine, weil dann hier der Name steht. Es sind so viele Leute, die mitarbeiten. Da gibt es zum Beispiel Wiebke Andersen vom Carlsen Verlag, die ich auch ganz herzlich grüße. Die hilft mir so sehr, wenn ich Ideen habe oder wenn ich nicht weiterkomme. Das nennt man eine Lektorin. Das ist nicht nur wie eine Lehrerin, die Rechtschreibfehler korrigiert. Da gibt es auch ganz viele oder Ausdrucksfehler, sondern die mir wirklich hilft, die Geschichten, wenn ich nicht weiterkomme, weiter zu spinnen. Sie stellt dann interessante Fragen, dann alle meine Freunde helfen mir. Und ich frage so viele Leute, erzähle ich meine Geschichte und frage, wie findet ihr das, wie könnte es weitergehen? Und da helfen mir viele Freunde noch aus der Schule, die ich habe tatsächlich. Eine Freundin von mir ist Religionslehrerin, die hilft mir dann bei den Fragen, wo es mit Religion geht. Okay. Und dann gibt es auch noch Leute, die über, und Jörg hilft natürlich auch viel, und dann gibt es Leute, die einfach überlegen, wo kommt etwas hin, wo kommt ein Bild hin? Das ist wahnsinnig viel Arbeit, bis dann ein Buch fertig ist, und daran sind sehr viele Leute beteiligt, auch die Entscheidung, was kommt auf das Cover, sind sehr viele Leute beteiligt, und deshalb gibt es einen Verlag, die das alles machen. Genau, also es ist schon Teamwork, ja. Ne? Auch wenn du alleine schreiben musst, aber hängt viel mit dran. Vielleicht dann als letzte Frage, weil die ist auch sehr süß, von der 3A, der Pestalozzi-Schule aus Laatzen, viele Grüße an euch, hast du selber Hühner? Ist ja ein bisschen Trend im Moment. Ja, ich kenne immer mehr Leute, die Hühner haben. Könnte sie nur auf dem Balkon halten und es wäre nicht so lustig. Okay. Aber ich hätte eigentlich gerne Hühner. Also wenn ich im Garten ein Haus mit Garten hätte, hätte ich vielleicht Hühner und Enten. Okay, also noch nicht. Nein. Sagen wir dann mal. Alles klar. Ja, Uli, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angelangt. Haben viel erfahren von dir. Vielen Dank. Und auch von Jörg. Jetzt möchten wir natürlich ein ganz kleines letztes Stück noch hören von dem Abenteuer von Ente und Huhn. Würdest du uns eine kleine Stelle zum Abschluss lesen? Ja, da musst du gar nicht fragen. Ich lese ja wirklich gerne. Vergnügt zu leben, alle sollen nach meiner Pfeife tanzen. Wusstet ihr noch den Wunsch, vergnügt zu leben? Alle sollen nach meiner Pfeife tanzen. Vergnügt zu leben, alle sollen nach meiner Pfeife. Ruckartig bleibt die Ente stehen. Und bevor das Huhn sich beschweren kann, erklärt sie feierlich, vor uns ragt ein mächtig steiler Berg empor. In einsamer Höhe thront sein majestätischer Gipfel. Dann senkt sie ehrfurchtsvoll die Stimme. Das ist der höchste Berg der Welt, dessen Gipfel noch keiner erklommen hat. Woher weißt du das? Das stand gerade auf einem Schild. Lesen kannst du.
Das Huhn lacht verächtlich. Aber wenn's ums Fliegen geht, lesen's leicht, fliegen ist schwer, sagt die Ente und legt den Kopf in den Nacken. Hoffentlich willst du da nicht hinauf, mit den Bergen ist nämlich nicht zu spaßen. Da oben herrscht eine Eiseskälte, die Luft ist dünn. Mit unserem leichten Federkleid sind wir in keinster Weise für so eine Expedition ausgerüstet. Wir holen uns bestimmt den Tod. Das Huhn zappelt vor Aufregung. Jetzt ist das Ziel zum Greifen nah. Es muss nur noch rasch auf den höchsten Berg der Welt. Auf dem Gipfel liegt das Glück. Aber die Ente lässt den Kopf sinken. Da musst du leider alleine hinauf, sagt sie betrübt. Mein lahmes Bein macht mir schon die ganze Zeit zu schaffen. Und das Tanzen mit dir, sie seufzt vernehmlich, das Tanzen hat mir den Rest gegeben. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Du müsstest mich schon tragen und das kann ich schließlich nicht von dir verlangen. Ich bin ja viel zu schwer für dich. Sag sowas nicht, versichert das Huhn. Du bist leicht wie eine Feder. Und wie ein wahrer Held wuchtet es seinen ermatteten Kameraden auf die Schultern. Das Huhn ist von seiner Tapferkeit selbst schwer beeindruckt. Eigentlich wollte es einen blinden Hund haben. Und jetzt trägt es eine lahme Ente Huckepack. Dafür hat es eigentlich einen Orden verdient, oder? Höher steigen wir, sagt die Ente, und immer höher mit jedem Schritt. Tannenäste hängen schwer herab in feuchter Luft. Wie wild und bedrohlich die Felsen sich rings um uns erheben. Schon bleiben die Wälder tief unter uns liegen und dichte Wolken schieben sich durchs Tal. Mir kommt der Boden eben vor, wundert sich das Huhn. Gehen wir wirklich bergauf? Merkst du denn nicht, wie es immer kälter wird? Die Ente klappert schon mit den Zähnen. Wir stapfen schon durch den ewigen Schnee. Komisch, ich friere überhaupt nicht. Naja, weil du mich trägst, mein Hühnchen, klappert die Ente weiter. Ich kann schon nichts mehr erkennen. Um uns ist nichts als weiße Finsternis. Ab hier beginnt das reine Nichts. Allmählich weiß das Huhn nicht mehr, wo oben und unten ist. Es kommt ihm sogar vor, als gehe es auf dem Kopf. Das muss die dünne Luft hier oben sein. Es fängt zu taumeln an, es schwankt und dann bricht es unter der schweren Last zusammen. Lass mich liegen, lass mich einfach liegen, fleht die Ente. Geh weiter ohne mich. Ein blindes Huhn wie du hat es verdient, den Gipfel zu erreichen. Auf dich wartet die Erfüllung deines Wunschs, aber meine Reise ist hier zu Ende. Das ist alles meine Schuld. Verzweifelt schlägt sich das Huhn an die Brust. Ich, Unglücksvogel, habe dich zu dieser Reise überredet. Ohne mich wärst du immer noch in deinem Hinterhof. Mach dir keine Vorwürfe, wispert die Ente. Ich bereue es, keine Sekunde für dich, meine Heimat verlassen zu haben. Nach diesen Worten faltet sie die Flügel auf der Brust zusammen und sagt ganz ruhig: Sterben ist übrigens gar nicht so schlimm. Ich habe nur noch eine letzte Bitte. Mit Mühe kann das Huhn die Tränen zurückhalten. Ich mache alles, alles, was du willst. Errichte am Wegesrand ein schlichtes, kleines Holzkreuz, haucht die Ente. Mehr verlange nicht und schreibe darauf. Dann wird ihre Stimme schwächer. Was? Das Huhn beugt sich über die Ente. Sprich lauter! Die Ente röchelt. Ich verstehe dich leider nicht. Was soll auf dem Holzkreuz stehen? Einmal noch bäumt sich die Ente auf und ruft mit letzter Kraft. Hier ruht eine lahme Ente! Dann lässt sie ihren Kopf in den Schoß des Huhns fallen, das verzweifelt aufschluchzt. Ein lumpiges Holzkreuz, du hast etwas viel Besseres verdient. Ich werde ein Begräbnis für dich veranstalten, von dem die Welt noch in Jahrhunderten redet. Das verspreche ich dir hoch und heilig, mit Blumen und Kränzen und jeder Menge Blaskapellen, damit alle sehen, wie lieb ich dich gehabt habe, wie furchtbar lieb. So wunderschöne Worte hat die Ente noch nie in ihrem ganzen Leben gehört. Ganz unmerklich erhebt sie sich und schüttelt das Gefieder. Wo bin ich? Mit überraschend klarer Stimme spricht sie weiter. Ich traue ihr wohl meinen Augen nicht. Der Nebel hat sich gelichtet. Wir sind längst oben auf dem Gipfel des höchsten Berges der Welt angekommen. Was für ein Anblick. Unser Ziel ist erreicht, wenn du das sehen könntest, mein Hühnchen. Es dauert eine Weile, bis das Huhn begreift. Du bist gar nicht gestorben, fragt es, sondern du lebst.
Ich bin sogar quietschlebendig, fuhr Lock die Ente und rüttelt das Huhn an den Schultern. Aber das ist noch nicht alles. Dreh dich einfach mal um auf dich. Wartet noch eine weitere Überraschung. Wie? Was ist da? Stottert das verdutzte Huhn. Sag schon, was siehst du? Du stehst direkt vor einem riesigen Tor aus reinem Gold, verkündet die Ente feierlich. Es ist mit 1000 Diamanten geschmückt und funkelnden Edelsteinen. Das Huhn greift sich ans Herz und wagt kaum zu schnaufen. Nach so vielen Umwegen und Hindernissen und Höhen und Tiefen ist es doch noch am Ziel angekommen. Das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Das habe ich gerade mit der falschen Stimme gesprochen. Das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten, sagt das Huhn ergriffen. Worauf wartest du? Geh einfach durch das Tor und sage deinen geheimen Wunsch auf. Muss man nicht warten, bis man aufgerufen wird, fragt das Huhn. Oder irgendeinen Code eingeben? Zärtlich gibt ihm die Ente einen kleinen Schubs. Dieser Eingang ist nur für dich bestimmt. Das Huhn kommt sich wie im Himmel vor. Es glaubt sogar, Glöckchen klingeln zu hören. Dann setzt es einen Fuß vor, dann den anderen. Plötzlich bleibt es ruckartig stehen, lässt die Flügel sinken und guckt sich hilfesuchend nach der Ente um. Wie war noch mal mein geheimer Wunsch? Vielen Dank, Uli. Noch einen großen Applaus. Uli ist natürlich ein Profi-Autor, also das ist wirklich sein Beruf. Das heißt, als Profi hat er uns das Ende nicht verraten. Nein. Es geht noch ein bisschen weiter in dem Buch. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle Lust habt, das selbst zu lesen, wie die Geschichte ausgeht. In Lahme Ente, blindes Huhn von Ulrich Hupp mit Bildern von Jörg Mühle, erschienen im Carlsen Verlag. Auch beim Lesen geht es ja eigentlich nicht nur um das Ende, sondern um das Lesen an sich. Man sagt, der Weg ist das Ziel, ist so ein Spruch. Ja, stimmt, genau. Das heißt, bei dir im Buch wird es aber umgedreht. Was sagen die da? Im Buch, ganz am Anfang kann man das sehen, da ist ein Wegweiser und darüber steht, das Ziel ist im Weg. Das finde ich auch sehr schön. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, euch, die ihr uns zuguckt, an euren Whiteboards, an den Smartboards und dabei war. Danke an euch. Vielen Dank natürlich an die Klasse 3D hier im Raum, die so super zugehört hat und Party gemacht hat. Danke euch. Danke natürlich an Jörg Mühle. Nochmal liebe Grüße nach Frankfurt. Danke auch an den Carlsen Verlag, mit dem wir diese Lesung machen durften. Und vor allem ein großes Danke an Ente, an Huhn, an dich, Uli Hupp. Und wir freuen uns sehr auf dein nächstes Buch, sind sehr gespannt, welche Tiere du dann mitbringst für uns, dass wir dich dann wiedersehen. Und in diesem Sinne, alles Gute für dich, habt einen schönen Tag und danke an alle, die uns zugeguckt haben. Danke für die Einladung hier und zu Hause und es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Was bedeutet eigentlich, das Ziel ist im Weg? Das habe ich mich auch schon gefragt. Also, das ist eigentlich ganz einfach. In Wirklichkeit heißt es, der Weg ist das Ziel. Und das ist das Sprichwort von einem chinesischen Philosophen, der heißt, der ist jedenfalls schon lange tot, und der meint eigentlich, dass man den Weg, den man geht, genießen und die Zeit, die man, weil wenn man dann das Ziel erreicht hat, fällt man oft in ein Loch. Und wie heißt jetzt eigentlich nochmal, also dieser Philosoph? Unser Autor hat in Wirklichkeit auch keine Ahnung. Das habe ich mir gleich gedacht.